hinten rechts paddelt, dann bekommt mein Boot immer von hinten so einen leichten Schub. Hier, das ist der Seerosenblattkäfer. Gemeinsam den Oderraum entdecken, die Freundschaft und die enge Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ausbauen. Das ist das Anliegen des Interreg-Projektes der Partner Schwedt und Kulice. Und wie könnte man den Oderraum eigentlich besser erkunden als sportlich im Kanu? Gemeinsam mit der Expertin Frauke Bennett nehmen wir sie mit in die Oderaue, eine unberührte Naturlandschaft, die ihresgleichen sucht. Frauke Bennett hat alles im Griff. Seit Jahren organisiert sie die einmaligen Erlebnisausflüge. Eine Hand bleibt immer hier oben. Denn dann weiß ich auch, wenn das so steht, steht auch mein Paddel so. Das Blatt. Nach einer kurzen Anleitung und Paddelschule am Ufer startet die Tour der Schwedter Museen an der Hohensaaten Friedrichsthaler Wasserstraße. Wer hier am Ufer steht und dem gleichmäßigen Dahinfließen des Flusses zuschaut, der ahnt kaum, welche Vielfalt an Wasserwegen sich einige Meter weiter hinter dem Schilf versteckt. Wild und ohne menschlichen Einfluss konnte sich die Flusslandschaft seit Jahren entfalten. Genau das, was auch Frauke Bennett so sehr schätzt. Jetzt ist der Zustand natürlich. Es ist schon sehr, sehr lange, also seit 1945. Nicht mehr eingegriffen worden, es ist hier nichts mehr verändert, nichts mehr begradigt, nichts mehr ausgebaut worden. Und damit hat sich die Natur wieder einen großen Raum erschlossen und es gibt eine ganz große Artenvielfalt, die hier so typisch ist. Sehr viele Arten, die diese gesamten Schilf- und Grasflächen brauchen, um zu leben, finden wir hier. Denen reicht nicht so ein 2 Meter Schilfrand am Tümpel. Die brauchen diese ausgedehnten Schilfbereiche und andere Grasbereiche, um zu brüten, um Nahrung zu finden. Hier ist alles da für die. Kamen in früheren Zeiten täglich große Schiffe, um Weizen und Tabak zu laden, sind es heute nur einige wenige Angler und Wassersportler, die die historischen Transportwege nutzen. Auch unsere Kanus setzen sich allmählich in Bewegung. Von Garz aus geht es hinein ins Naturschutzgebiet. Die Wasserwege dürfen ausschließlich mit dem Kanu befahren werden. Motorboote sind verboten, um die Natur nicht zu stören. Und auch für die Paddler gibt es Regeln. Wir achten immer darauf, dass wir nicht dicht an die Brutplätze ranfahren. Wir haben hier Vogelarten, die brüten am Schilfrand auf Pflanzen drauf. Und da fahren wir überhaupt nicht rein, da machen wir einen ganz großen Bogen drumherum. Wir achten auch darauf, dass wir nichts hier hinterlassen, was irgendwie darauf hindeutet, dass hier Menschen waren. Und wir sammeln auch immer Müll ein, den wir finden, den andere Menschen hinterlassen haben. Das ist natürlich ganz sollte selbstverständlich sein. Was man hier auch beachten muss, ist, es gibt keine Ausschilderung. Es sagt einem niemand, in welche Richtung man fahren soll. Man muss nicht nur Karten lesen können, man muss sich auch gut in der Landschaft orientieren können. Und da gehört was dazu, wenn alles nur nach Schilf aussieht. Also man muss einen gewissen Orientierungssinn haben oder man fährt halt auf Versuch. Ja, wenn man irgendwo reinfährt, wo man nicht weiterkommt, dreht man wieder um. Das geht auch. Dank der Expertin an Bord brauchen wir uns über das Verirren im Wasserlabyrinth keine Sorgen machen. Und noch ein Vorteil hat die geführte Kanutour. Frauke Bennett kann alle Fragen beantworten und kennt die Flora und Fauna wie ihre Westentasche. Hier sieht man sehr schön die Ufer der Oder. Auf der polnischen Seite sind allesamt natürlich geblieben.
Hier wird nichts abgemäht, hier wird nichts abgeholzt. Was reinfällt, bleibt liegen. Und man sieht Schilf bis an die Wasserkante. Schilf ist mit die wichtigste Pflanze hier in diesem ganzen Zwischenoderland. Schilf wächst jedes Jahr bis 4 Meter in die Höhe und nimmt sich alles an Nährstoffen, was es zum Wachsen braucht, aus dem Gewässer. Und wenn das Schilf wächst und diese Nährstoffe aus dem Wasser holt, dann klärt es damit auch die Oder. Also es reinigt die Oder. Das heißt, das ist hier letztlich über 60 Kilometer Länge, so lang wie das Tal ist, und 2 bis 5 Kilometer Breite, ist das wie eine riesige Schilfkläranlage für die Oder. Wenn das nicht wäre, hätten wir noch viel mehr Nährstoffe, also viel mehr Stoffe in der Ostsee, die dort wieder zu noch verstärkterem Algenwachstum beitragen würden. Also dafür ist dieser ganze Bereich extrem wichtig. Das Schilf reguliert das ökologische Gleichgewicht, auch wenn im Herbst und Winter das Wachstum abgeschlossen ist. Dann sterben die Pflanzen ab und die Schilfhalme bleiben waagerecht im Wasser liegen. Diese Pflanzenmasse sammelt sich im Laufe der Zeit und sorgt für die Erhaltung des natürlichen Moorgebietes. Das Moor ist aus 2 Gründen so wichtig für die Flusslandschaft. Einerseits funktioniert das Moor wie ein Schwamm und speichert das Wasser. Auch extreme Hitzewellen kann die Natur damit abfedern. Andererseits wird im Moor Kohlendioxid gespeichert. Das wirkt sich wiederum positiv auf die Klimabilanz aus. Rundum ein geschlossener Kreislauf, eine Naturlandschaft, in die der Mensch nicht eingreifen muss, im Gegenteil. Der Mensch hat hier drin nichts zu suchen. Der ist hier völlig unwichtig. Und alle, die hier leben, haben hier ihren Lebensraum und wir sind Gäste. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl, weil ja sonst in den Orten sind wir Menschen immer die Wichtigsten. Und das gilt hier alles nicht. Man muss hier auf sich selbst aufpassen. Hier passt kein anderer auf. Hier kommt keiner vorbei, der abends die Gäste wieder aus dem Schilf pflückt, wenn sie stecken geblieben sind. Also man lernt ganz anders auf sich und auf seine Mitmenschen, mit denen man unterwegs ist, lernt man ganz anders darauf zu achten. Ja. Frauke Bennett ist auch nach vielen Jahren immer noch vom harmonischen Zusammenspiel der Wildnis beeindruckt. Umso mehr fürchtet sie eine Ausbaggerung des Flussbettes und damit eine weitere Regulierung der Oder. Der Schiffsverkehr würde profitieren, aber der Wasserstand wäre nachhaltig beeinträchtigt und das wiederum hätte gravierende Folgen für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Das ist nicht nur der Konflikt zwischen Naturschutz und Wirtschaft, das ist auch der Konflikt zwischen Lebensraumerhaltung und der gilt für uns Menschen genauso wie für die Tiere und kurzzeitigen wirtschaftlichen Interessen. Und das sollte eigentlich kein Konflikt sein, da sollte eigentlich immer die Vernunft siegen. Der Naturraum verbindet wild, artenreich und grenzüberschreitend. Der Nationalpark Unteres Odertal, das Landschaftsschutzgebiet Nationalparkregion Unteres Odertal und die 2 polnischen Landschaftsschutzpark Dolina Dolnej Odry und Cedynia bilden gemeinsam einen Schutzgebietsverbund. Die jeweiligen Verwaltungen arbeiten eng zusammen. Und auch auf dem Wasser gibt es die deutsch-polnische Freundschaft. Frauke Bennett kann davon viele Geschichten erzählen. Die meisten nehmen sehr stark Rücksicht, alle winken einander und helfen auch. Ich hatte es einmal, da ist einem Herrn da drin der Motor kaputt gegangen. Also erstens mal darf er gar nicht mit dem Motor da reinfahren, aber nun war er ja drin und der Motor ging nicht mehr. Und er hatte auch keine Paddel dabei. Naja, den haben wir dann abgeschleppt. Wir mit den Kanus haben das Motorboot geschleppt. Also man nimmt schon Rücksicht aufeinander. Weiter geht es im Kanu. Im Gleichklang der Paddel lassen wir uns treiben. Bei ruhigem Verhalten können Insekten und kleine Wassertiere, aber auch Biber, Haubentaucher, Graureiher und Flussseeschwalben bei der Nahrungssuche beobachtet werden. Die Flussläufe und die regelmäßig überfluteten Auen sind für diese Tiere ein Paradies.
Vor allem Wasservögel haben das Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen als Brut-, Rast- und Überwinterungsplatz für sich entdeckt. Mehr als 145 Vogelarten brüten im Nationalpark. Im Frühjahr und Herbst kann man den Durchzug tausender Gänse, Enten und Kraniche beobachten. Auch die Flora bietet beeindruckende Erlebnisse. Heilkräuter und Seerosen wachsen hier. Jedes einzelne Seerosenblatt ist ein Lebensraum für mehrere Tierarten. Schnecken, Raupen, Käfer, Fische. Alle haben sie irgendwo ihre Eiablegestelle und bieten dadurch auch wieder anderen Arten Nahrung. Die regelmäßigen kleinen Pausen im Kanu werden genutzt, um die Natur zu genießen und die Geschichte der Landschaft zu verinnerlichen. Außerdem bleibt auch immer Zeit zum Verschnaufen, für eine Stärkung, einen Plausch und das gemeinsame Miteinander. Also ich habe mir so eine Tour schon immer gewünscht, habe nur keinen gefunden, der es mit mir macht, weil ganz allein ist es ja auch nicht schön und bin sehr, sehr froh, dass wir das hier gemeinsam heute machen konnten und ja, bin noch ganz voll der Eindrücke und hoffe, dass wir das wiederholen werden. Das hoffe ich ganz stark. Also das war ganz fantastisch. Ich hatte ja vorher ein bisschen Bedenken, weil ich ein bisschen Bammel vor Wasser habe, aber das war grandios. Die Natur hier ist ja fantastisch und das zeigt auch immer wieder, dass man das bewahren muss. Also ich bin jetzt voll dafür und werde das ganz bestimmt wiederholen. Ein rundum interessanter Einblick, unmittelbar von der Wasserseite auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Bestes Wetter, beste Stimmung in den Booten und eigentlich fehlen ja nur noch unsere polnischen Freunde. Liebe Partner aus Kulice und Stettin, eigentlich wollten wir diese Tour mit euch gemeinsam machen. Pandemiebedingt ist das leider im Augenblick nicht möglich, aber ja, die tolle Natur und dieser Nationalpark, der hoffentlich erhalten bleibt, so fantastisch, wie wir den heute erlebt haben, ist ja immer noch da. Und ich hoffe, dass wir das auch gemeinsam mal erleben werden. Ich lade euch herzlich ein. Drodzy goście ze Szczecina i Kulic, pozdrawiamy was serdecznie i mamy nadzieję, że podobały wam się widoki naszej pięknej natury. Frauke Bennett hat uns ihren persönlichen Lieblingsort im Oderraum gezeigt. Eindrucksvoll konnten wir Natur erleben und gleichzeitig etwas für die Fitness tun. Vielleicht gibt es in Szczecin und Kulice ähnliche Menschen mit Lieblingsorten für eine Exkursion. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.